Hi, Sebastian hier für Authentisch Männlich und heute geht es um das Thema Schwächen und Makel im Thema Dating. Und wenn du zu den Männern gehörst, die vielleicht denken, okay, Dating und das ganze Thema mit Frauen läuft nicht so gut oder läuft vielleicht gar nicht, weil ich zu dick bin, weil ich unreine Haut habe, weil ich zu klein bin, was auch immer du dir ausdenken kannst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, denn heute geht es darum, warum das so ist und welchen Einfluss diese Gedanken auf dein Datingleben haben und auch was du tun kannst, um entsprechend aus diesem Negativkreislauf, Negativgedankenkreislauf herauszukommen. So, erste Situation zum Beispiel, du hast mit einer Frau online geschrieben und auf einmal bricht sie den Kontakt ab oder sie löst das Match auf und du denkst dir, es muss an mir liegen, weil ich einfach zu dick bin, weil ich einfach nicht den optimalen Körper habe, weil ich unreine Haut habe, was auch immer. Oder du sagst, okay, ich möchte gerne das Thema Dating mal in die Hand nehmen und spreche jetzt endlich mal eine Frau an und dann sprichst du die erste Frau an und sie sagt, ja, ich habe einen Freund oder kein Interesse und du sagst, war klar, dass sie mir eine Absage gibt, weil ich ja eben nicht perfekt bin, weil ich eben zu dick bin, weil ich eben schiefe Ohren habe, schiefe Zähne habe, was auch immer. Oder du hast ein Date mit einer Frau und freust dich auf dieses Date und das Date läuft auch deines Erachtens nach ziemlich gut, aber es gibt kein zweites Treffen. Die Frau schreibt dir nicht mehr oder sie sagt, ach du, das wird nichts mit uns. Und was kommt dann wieder? Genau dieser Gedanke von, ja, war ja klar, dass das nichts wird. Kann ja nur daran liegen, dass ich zu dick bin, dass ich eine krumme Nase habe, was auch immer. Und diese Gedanken sind ein Problem, wenn sie dein ganzes Leben bestimmen und du diese auch immer als Grund nennst, warum es bei dir im Dating nicht funktioniert. Und da steckt ein ganz einfacher Mechanismus dahinter, den ich dir sofort erläutern werde. Aber zunächst einmal, überleg dir mal folgenden Spruch. Egal, ob du denkst, dass du etwas kannst oder ob du denkst, dass du etwas nicht kannst, in beiden Fällen hast du recht. Und genauso ist es auch beim Thema Aussehen und persönliche Makel und Schwächen. Wenn du glaubst, dass deine Erscheinung, dein Stottern, deine unreine Haut der Grund ist, warum Frauen dich nicht daten wollen oder was auch immer, dann ist das so. Aber wenn du diese Dinge hast und trotzdem sagst, okay, ich bin gut so wie ich bin, ich akzeptiere das und es ist mir scheißegal, dann ist es auf einmal kein Problem mehr. Und wie das Ganze in deinem Gehirn funktioniert, das ist relativ einfach. Das hat was mit dem retikulären Aktivierungssystem zu tun. Wir sehen die Realität durch die Filter, die wir in uns haben. Das bedeutet, wir sehen nur das, was wir sehen wollen, bewusst oder unbewusst. Folgende Beispielsituation, du denkst darüber nach, dir ein Auto zu kaufen und du sagst, dieser Audi gefällt mir und dann auch noch in der Farbe Rot zum Beispiel. Was passiert jetzt? Dein Gehirn filtert die Realität für dich. Das bedeutet, wenn du das nächste Mal im Straßenverkehr unterwegs bist, was wirst du sehen? Genau, du wirst die Audis sehen in Rot und du wirst sagen, boah krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass es so viele von denen gibt, wo du sie vorher nie auf dem Schirm hattest. Das, was du sehen willst, wirst du sehen und das kannst du auch auf das Thema Dating übertragen. Das heißt, wenn du sagst, ja, weil ich übergewichtig bin, wollen die Frauen sich nicht mit mir treffen, dann ist das auch so. Warum? Weil du das auch überträgst. Die Frauen erkennen, ist er im Reinen mit sich selbst oder eben nicht. Nimmt er sich an, ist er cool mit seinen Makeln auch oder ist es für ihn ein Riesenthema? Denn wenn es für dich ein Riesenthema ist, dann ist es auch für die Frauen ein Riesenthema und für sie ein Grund vielleicht zu sagen, ah nee, irgendwie ist das nicht so ganz so stimmig, den möchte ich nicht weiter treffen. So, was muss passieren? Du musst erkennen, dass du gut genug bist. Jeder von uns hat einen Makel. Jeder von uns hat Schwächen. Niemand ist perfekt. Perfektion ist der Tod von allem. Du kannst nicht den perfekten Körper haben. Du kannst nicht das perfekte Aussehen haben, was auch immer. Das ist eine Illusion, die dir vielleicht die Werbeindustrie erzählt, ja, dass du perfekt sein musst, dass du das brauchst und dies brauchst und jenes brauchst, um gut genug zu sein. Aber du bist schon gut genug. Du bist gut genug, so wie du jetzt bist. Natürlich kannst du das Maximale aus dir rausholen, das ist völlig klar. Aber es geht darum, erstmal sich selbst anzunehmen und sich selbst zu akzeptieren und sich selbst auch lieben zu lernen. Du hast es geschafft, als einer von Millionen von Spermien dich durchzusetzen, um diese Erfahrung leben machen zu dürfen. Du bist nicht hier, um die ganze Zeit Gründe zu suchen, warum du es nicht wert bist. Du bist es wert, du musst es nur noch erkennen. Was kannst du tun? Fang an, nach und nach deinen Fokus zu ändern. Guck nicht auf die Dinge, die nicht laufen. Guck nicht auf die Dinge, die du als deine Makel und Schwächen und Fehler bezeichnest. Guck auf das, was läuft. Do more of what makes you happy. Schau mal deine Stärken an. Welche Stärken hast du? Was an deinem Körper liebst du? Was kannst du gut? Denk mal darüber nach. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Frag mal deine Freunde, was die an dir schätzen. Charaktereigenschaften. Die Art, wie du bist. Du wirst Punkte finden. Du hast die vielleicht noch nie gesehen. Stell dich mal in den Spiegel, ohne dich zu verurteilen und zu sagen, ach, wie scheiße sehe ich denn heute wieder aus.
Guck mal 5 Minuten in dein Spiegelbild. Guck dir mal wirklich in die Augen und sag mal, ich hab's verdient, Frauen kennenzulernen. Ich hab's verdient, geliebt zu werden. Ich kann mich selbst annehmen. Ich bin gut genug. Du bist gut genug. Du musst es nur noch erkennen. Also, was du tun kannst, fokussiere dich auf deine Stärken. Schreib dir das mal wirklich auf. Was kann ich gut? Was macht mich aus als Mensch? Wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber. Wir denken die ganze Zeit darüber nach, was wir nicht können, worin wir schlecht sind und was auch immer. Aber wir denken nie wirklich darüber nach, worin wir gut sind, was wir können, was uns ausmacht, was uns wertvoll macht. Jeder hat etwas, was ihn wertvoll macht. Finde diese Gründe. Und sobald du diese Gründe findest und sie auch dir jeden Tag anschaust, dann wird dein Gehirn dir eine ganz andere Realität zeigen. Und dein Gehirn wird dir Situationen auf einmal geben, wo du siehst, oh yo, ich bin wirklich ein cooler Typ. Ach ja, ich sehe doch echt gar nicht mal so schlecht aus. Oh, ich habe heute ein Kompliment bekommen wegen meinem Outfit vielleicht. Ja? Auch das sind Entscheidungen, die du getroffen hast, aber das hast du vielleicht vorher nie gesehen. Verändere deinen Fokus und deine Realität wird sich verändern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schreib gerne in die Kommentare, was du daraus mitnehmen konntest, was für dich wichtig war. Und lass uns gerne ein Like da, ein Abo da. So, und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, bei mir könnte es noch ein bisschen besser laufen im Dating, ich weiß nur nicht so ganz, was ich jetzt genau machen soll, was so meine nächsten Schritte sind, dann haben wir was für dich. Schau mal gerne in die Infobox, da ist ein Link, da kannst du einmal draufklicken und dann kannst du schon in Kürze mit Konstantin oder mit mir sprechen und dann werden wir mal genau schauen, wie deine aktuelle Situation ist und was die nächsten Schritte sind, um für dich ein erfolgreiches Datingleben zu kreieren und damit du auch ganz genau weißt, was zu tun ist, um die Frauen kennenzulernen, die du wirklich kennenlernen möchtest. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.